Hallo Freunde von Shakes und Fidget, willkommen zurück. Jetzt nach der längeren Pause, ich bin immer noch ein bisschen krank, deshalb immer noch ein bisschen leiser das Video. Dreht einfach die Boxen volle Kanne auf und dann hört ihr mich auch. Ja, was ist derweil passiert? Gerade eben, just vor einer, zwei Quests hatte ich hier mein Level Up 372. Yippie, yippie, yay. Da kann man sich auch mal bedanken für. Und ansonsten hat sich hier so einiges getan in der Zeit. Wir gucken mal am besten erstmal unsere ganze Post durch. Wieso habe ich hier einen Arena-Kampf gespeichert? Okay, war bestimmt aus Versehen. Ja, habe halt nur großteils über die App gespielt und da ging es nicht immer ganz so toll. Ich kann ja mal gucken. Dämonenportal habe ich ein paar Kämpfe gemacht und die können wir uns ja erstmal anschauen. Gildenportal konnte ich ja nicht speichern, aber Singleportal war so ein bisschen zwiespältig. Am einem Tag habe ich, glaube ich, 2-3% abgezogen und am anderen, ich glaube, das ist der Try jetzt, da hat er mich hier jedes Mal weggekrittet und da ging mal überhaupt nichts. Ja, also ihr seht, jeder Schlag ein Crit und ich habe nicht wirklich gekrittet. Da hat er sich um 3% hochgeheilt, da konnte man nichts machen. Dann habe ich aber hier ein paar Kämpfe im Habitat gemacht. Okay, der hier war ganz knapp an dem Tag, wo ich es gebraucht hätte. Da hatte ich dann auch noch ein paar Pilze reingesteckt. Der lief da aber nicht so gut. Mal gucken, habe ich hier Pet Habitat mal was Grünes? Ne, nur Rot. Ich habe ja hier jetzt auch mal bei dem hier ein paar Versuche gemacht. Im Lichthabitat, den hätte ich ja, glaube ich, müsste ich mal jetzt kurz schauen, Mittwoch oder so kriegen können. Da sah der eine Versuch so aus, aber wenn wir hier mal gucken, das war am 27. um 11 Uhr noch was. Und dann da knappe 6 Stunden später sah der Kampf mal schon ganz anders aus. Da ist er dann, glaube ich, nicht ganz so oft ausgewichen. Und ich habe ihn da ordentlich gekrittet, wie man sieht. Da weicht er aus. Ich blocke, ausweichen, blocken, ausweichen, blocken. Ein richtig knapper Kampf, aber im Endeffekt hat es nicht gereicht. Und ja, kann man dann auch nichts machen. Dann nehmen wir hier mal schnell noch meine letzte Quest an hier. Mal gucken, jetzt bin ich oben in der Alu. Okay, die konnte ich noch so machen. Des Weiteren habe ich auch, ich drehe ja immer am Glücksrad, wenn ihr dabei seid. Also erstmal, wie ihr seht, meine Lucky Coins sind ordentlich gefallen, aber nicht so weit, wie sie hätten fallen müssen, weil ich habe an einem Tag komplett vergessen zu drehen, was ziemlich dumm war. Da ist mir ordentlich Festungsressourcen, ein bisschen XP, ein bisschen Gold, alles durch die Lappen gegangen, vielleicht auch noch ein paar Pilze. Oh, hier gibt es mal endlich Gold und nochmal 5 Millionen, sehr schön. So, ja, das war es. Gab ein bisschen Schotter, jetzt nicht ganz so viel, aber wir können wieder einmal skillen. Und ich glaube, die Halskette können wir auch gleich bei der Hexe reinwerfen. Ah ja, geil. 600.000 bei der Hexe, das ist ja gar nichts. Ja, ansonsten Äpfelchen habe ich heute schon wieder ordentlich was gefunden und damit kommen wir schon mal zu den Pets. Wasserpets konnte ich letzten Tage recht ordentlich füttern. Ist jetzt schon auf 39 und wenn ihr mal guckt, hier macht schon ordentlich Schaden. Steigt jetzt mit jedem Mal Füttern fast über, also fast an die 2000 hoch, das ist richtig gut. Dann haben wir die Plinze hier auf Stufe 70, die ist heute nur einmal gefüttert worden. Da denkt ihr euch doch, hä, was? Gestern war doch, gab es doch Licht bei den Früchten hier im PvP? Ja, das lag aber auch daran, dass ich da zweimal irgendwie, mal gucken, ob ich da noch einen Pet-Abwehrkampf habe. Nee, habe ich nicht mehr, glaube ich. Ja, nee, von gestern habe ich da nichts mehr. Oder hier dabei, nee, das ist vom 24. 25. Nee, müsste ja vom 26. sein. Nee, da war das so toll, da hatte ich irgendwie zweimal einen bekommen, der irgendwie, was weiß ich, viel zu stark war. Der hat irgendwie über 100 noch was, was ich ja auch habe, aber trotzdem war der halt mit den Pets, die ich habe, nicht zu schlagen. Beim ersten Mal dachte ich, okay, da schicke ich was Schwaches rein, da wusste ich dann schon, was er hat. Beim zweiten Mal hatte ich dann nichts mehr, was stark genug war, um ihn hätte besiegen zu können. Ja, von daher gab es nur drei Zitronen, die ich dann auch an dem Tag, glaube ich, gleich verfüttert hatte oder eine noch für heute übrig hatte. War nicht ganz so pralle. Aber wir haben
den Bofuchs bekommen. Gerade so, ganz knapp hat es geklappt, dass wir den in der Quest gefunden haben. War sehr schön und ja, war auch schick soweit. Denn beim Erdpad, ja, das Nashorn hatten wir ja schon. Den Steintypen habe ich dann erst ein bisschen zu spät freigeschaltet. Ja, ich habe hier mal kurz die Liste rausgesucht. Also den hätte ich Dienstagnacht kriegen können. Allerdings hatte ich Dienstag den noch nicht geschafft und sondern erst am Mittwoch oder so. Ja, von daher hat nicht sollen sein. Geht jetzt aber langsam voran. So langsam wird der Ruf ja auch stärker und kämpft sich durch die Reihen durch. Nächste Woche Dienstag kriege ich den auf jeden Fall, da bin ich mir ganz sicher. Und dann müssten wir auch mal gucken, ob wir da dann nicht gleich noch ein bisschen weiter durchkommen. Vielleicht klappt es ja. Mal schauen. So, was haben wir hier? Leider nichts Schönes. Oh. Ach, alle nur schlecht, nehmen wir die. So, da ich auch gerade erst wieder rein bin vom Flieger und irgendwie in Spanien gab es irgendwie nur zwei, drei Filmchen am Tag, das war nicht ganz so prall, muss ich jetzt einfach mal jeden Lucky Coin hier mitnehmen, den ich noch kriegen kann. Boah, ey, aber Quests könnten die mir auch mal wieder ein paar gut anbieten, das fühlt sich. Und da ist schon wieder eine. Nee, jetzt machen wir erstmal kurz hier fertig, genau. Erdpads hatte ich ja gesagt, den Stoner, den hole ich mir am Dienstag. Dann könnte man sich Mittwoch vielleicht auch schon den Rufus holen. Müsste ich mal gucken. Das hängt davon ab, wie ich den füttern kann. Auf 61 schaffe ich einen 62 auf jeden Fall. Und vielleicht kommt ja noch ein bisschen was anderes Schönes vorbei. Müssen wir mal kurz gucken. Wir haben jetzt Freitag. Das heißt Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Nee, Mittwoch wäre erst wieder Erde dran. Aber warte mal. Mittwoch ist der ja auch erst findbar. Das heißt, da könnte ich den auf jeden Fall an dem Tag auch noch mal dreimal füttern, den Hof, um den vielleicht zu schaffen. Also das klingt nach einem Plan, würde ich sagen. Der vielleicht auch gar nicht mal so schlecht ist. So, bei Schatten hatte ich ja den Kugblitz. Weiß ich gar nicht, hatte ich den mit euch bekommen? Wann gab es den denn? Muss ich mal kurz in der anderen Tabelle gucken. Hier habe ich den schon rausgestrichen. Den gab es auch Dienstagnacht, ja. Den habe ich da gleich frühs auf dem Weg zum Flughafen. Wenn man um 4 Uhr los muss, dann kann man den auch gleich frühs noch freispielen. Da habe ich den noch bekommen. Und jetzt füttern wir den auch erstmal und steigen auf den um. Und wenn wir mal gucken, der ist Magier und haut auch schon ordentlich rein. Macht schon 5000 Schaden. Wir können mal gucken hier. Okay, der ist ja auch Magier. Den hatte ich auch bis auf 7 gefüttert. Leider ja viel zu viel. Aber grundsätzlich muss ich sagen, wenn ich nicht diese sinnlose Aktion mit dem Epic Event gemacht hätte, dann hätte ich da noch so zwei, drei Früchte mehr gehabt, weil jetzt gehen die mir auch schon wieder aus. Heute konnte ich noch füttern, morgen vielleicht schon nicht mehr, also zumindest nicht mehr voll. Und mal gucken, bis zum nächsten Schatten-Event sind es noch ein paar Tage. Aber ich denke mal, auf die Taktik werde ich zurückgreifen, wenn ich jetzt beim nächsten Pad vielleicht auch mal wieder einen Umstieg mache. So, das ist eigentlich doch mal eine schöne Quest. So, also Schatten läuft jetzt zumindest da, wenn wir in nächster Zeit erstmal nichts mehr legen, sondern nur noch den erstmal skillen, bis er auf, was weiß ich, Level 40 ist und dann können wir da vielleicht mal weiter gucken. Ja, Feuer ist es ähnlich, da ist der jetzt langsam, wird er stark genug, um vielleicht den nächsten zu schaffen. Den können wir denn nächste Woche, ja, warte mal, muss ich mal kurz den anderen Kalender aufmachen, nächste Woche Mittwoch. Da können wir denn die ganzen Sommerpets finden. Von daher, wenn ihr noch Frühlingspets habt, die euch fehlen, holt die euch noch unbedingt jetzt so schnell wie es geht, weil ab nächster Woche Mittwoch sind die dann erstmal für 9 Monate weg. Besonders die, die jetzt vielleicht so vor ein, zwei Server angefangen haben und noch nicht so weit sind. Ihr braucht das und solltet euch da vielleicht dran halten, jetzt die reinzuholen. Ich glaube, mit dem neuen Server, da war es ja noch eher unwahrscheinlich, dass man die Frühlingspets noch kriegt. Genau, also hier habe ich immer so meine kleine Übersicht mit den ganzen Pets, die ich mir als nächstes holen möchte und auch rot markiert, was denn als nächstes dran ist. Und wenn wir mal gucken, hier beim Wasserpet kann ich mir das eine dann gleich holen, was ein Sommerpet ist. Das 13. habe ich, glaube ich, noch gar nicht besiegt, oder? Nee, okay, da fehlt doch noch was. Wo ist denn da das 12. Pet? Ach so, das ist dann vielleicht irgendein Winterpet. Das habe ich dann, glaube ich, hier rausgenommen. Da kann ich ja mal hier oben in die Liste gucken. Das habe ich nämlich alles so, genau, das hier im Herbst. Von daher,
ist das hier nur meine Liste mit den nächsten Dingern. Denn bei Licht, da gibt es auf jeden Fall den Djinn, den habe ich ja schon freigespielt. Genauso wie beim Schatten, da gibt es die zwei Pets, die gibt es recht schnell. Da muss ich halt dann gleich am Mittwoch beim Tag einfach mal hier in den Immernachtwald und in die Sonnenbrandwüste und schon haben wir die Dinger. Sollte eigentlich locker flockig gehen. Ja, das erstmal soweit zu der kurzfristigen Planung bei den Pets. Und da haben wir noch eine Zitrone. Sehr schön. Da freut sich mein altes Herz. Und dann nehmen wir die Quest, ja. Genau, füttern konnten wir. Doch, konnten wir sogar noch füttern. Ach, sehr schön. So, dann werde ich heute auf jeden Fall noch ein paar Versuche hier machen. Muss jetzt noch 18 Minuten warten bis zum nächsten Versuch. Vielleicht liegt der nochmal. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, wie viel Schaden wir dann zugekriegt haben. Auf jeden Fall sind wir jetzt bald bei 1 Million Leben. Das ist richtig cool. Und ich habe mir so überlegt, das Lichtpad ist ja jetzt auch schon wieder ziemlich hoch. Und so weit, also mit dem dritten habt ihr ja gesehen, da konnte man es bis um 12 schaffen. Aber hier mit dem, denke ich mal, wird spätestens bei dem 14. hier Schluss sein. Und wenn wir da mal gucken, das ist ein Magier, den wir nächsten Freitag kriegen könnten. Und meine Hoffnungen sind, dass wir den bis Freitag schaffen. Deshalb müssen wir hier wirklich ordentlich füttern. Und den hoffentlich dann liegen. Dann könnte die hier auch, mal gucken, wir noch 7 mal füttern. 7 mal 3, dann sind wir bei 92. Das wäre das Maximum, was wir da rausholen könnten. Aber ich denke mal, da haben wir irgendwie im guten 80er-Bereich sind, ob wir die schaffen. Mal gucken. Es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Weil wenn wir hier mal reinschauen, so, wo haben wir Licht? Hier, genau, der nächste ist dann zwar auch ein Magier und den können wir halt jeden Tag kriegen und unsere Gilde ist sowieso Platz 1, von daher ist das erstmal nicht das Problem. Aber ich glaube, die werden einfach verdammt schwer. Der wird dann auch rar sein. Ich weiß nicht, ob sich das irgendwie auf die Werte oder so, auf die Level, vielleicht geht er ja höher. Wenn wir jetzt mal gucken, habe ich da noch einen Kampf von dem gehabt? Ich glaube, das war ja sogar der hier. Genau, das ist schon 46. Das heißt, der danach müsste Level 50 sein. Aber wenn wir mal gucken, ab hier sind es ja nur noch 5 Gegner. Und wenn der letzte Level 100 sein soll, dann müsste jetzt langsam mal die Levelsteigerung ein bisschen anziehen. Von daher weiß ich echt nicht, wie stark die denn sind. Mal gucken, sobald es da was gibt. Aber den schaffen wir jetzt schon. Also der sollte auf jeden Fall liegen. Und einen weiter sollten wir dann auch noch schaffen bei den Pets. So ist zumindest erstmal der Plan, dass wir dann da umsteigen und vielleicht hier nicht zu viel reinfüttern. Aber bei Licht, bei Erde, da können wir noch ordentlich machen und hier Schatten, Feuer und so. Da sind wir noch weit, weit entfernt. Zumindest ist Licht jetzt mal mit Abstand stärkstes Pet. Mal gucken, hier, das ist jetzt 71. Ist auch ein Krieger, also von daher vergleichen wir es mal mit dem Schattenpet, was ja auch Krieger ist. Und ist Stufe 88, also noch ein paar Level höher. Hat jetzt 680 Leben, also hier knapp 100.000 Unterschied schon. Und beim Schaden sind es auch schon über 10 oder 12.000 mehr Schaden, die die hier macht. Also richtig heftig. Und das trotz der paar Level mehr. Ja, ich muss dann auch nochmal hier. Edelsteine habe ich auch keine wirklich guten gefunden, weil ich hatte ja noch beim Epic Event ein paar meinen Begleitern gegeben. Die haben die immer noch. Hier mal gucken. Ja, wen habe ich die denn gegeben? Habe ich die jetzt mittlerweile schon gesockelt gehabt? Eigentlich dachte ich. Ne, genau, ist hier noch Geschick mit 74, habe ich das Ding schon ausgetauscht. Ne, genau, der ist ja hier noch schlechter. Der hat nur 56, aber da dachte ich, mit dem anderen Sockel, vielleicht ist es ja besser, aber wenn wir jetzt mal das so im direkten Vergleich machen, ist trotzdem noch alles schlechter. Obwohl die Kette besser ist. Also die hat halt 6 mehr Punkte drauf. Aber da brauche ich halt noch einen ordentlichen Edelstein. Dann kann ich die auch austauschen. So, was hatten wir denn noch bekommen? Ich glaube, das Ding nicht. Das ist noch von Ostern. Der Ring ist auch verdammt schlecht. 570 hatten wir getauscht gehabt. Ich glaube, nur noch den Ring dann. Genau, ja.
Ja, also wir sind, ich bin auch noch ein bisschen raus, aber den Ring, den müssen wir noch wechseln. Dann ist das schick. Ah, das Brot könnten wir eigentlich verkaufen, aber wir haben eh gleich unser Alu durch, dann kann das hier ruhig drin liegen bleiben. Ja, ansonsten, Aura hatte ich jeden Tag, glaube ich, dran gedacht gehabt. Da sind wir auch schon ein bisschen weiter vorangegangen. Die Kämpfe im PvP habe ich heute auch schon durch, hatte ich auch die anderen Tage gemacht. Ja, und von daher würde ich sagen, gucken wir jetzt einfach mal ins Gildenportal rein, was wir da für Schaden machen. Baldi hatte heute, glaube ich, 13 Millionen gemacht. Die wollte ich eigentlich knacken und glaube ich, schaffe ich auch ganz knapp. Ja. Da sind wir gut dabei, aber nicht so gut, dass wir es extra erwähnen müssen. Aber da wir jetzt so wenig Gold haben, mache ich schnell mal einen PvP-Kampf, weil selbst wenn wir da verlieren, verlieren wir nicht so viel Gold. So, wen könnten wir angreifen? Oh, der ist so niedrig im Level, der gibt so wenig. Probieren wir mal ihn hier. Da sollte. Aber ich glaube, die räumen manchmal jetzt auch schon ihre Kassen leer, aber da gab es nochmal ordentlich was. Wieso aktualisiert er das nicht? Ja, ich glaube, das ist manchmal hier ein bisschen buggy. So, wir gucken mal rein. 38% hat er. Wie viel wird er abziehen? Wir kritten schon mal einmal. Das ist gut. Wir haben nicht gekrittet. Da kommt ein fetter Crit. Jetzt darf er uns nicht nochmal kritten. Und der krittet uns nochmal. Oh. Mann, Mann, Mann. 28. Wir halten uns wacker. Aber kommen nicht wirklich voran. Obwohl wir ein Level hochgegangen sind. Haben ein bisschen mehr Leben und so bekommen. Aber. Naja. Mal gucken. Wir brauchen einfach ein paar mehr Lichtpads. Aber nächsten Mittwoch, da gibt es dann 1% mehr Geschick und 1% mehr Leben. Das ist dann richtig schön. Ja, Festung hat sich jetzt nicht wirklich was getan, abgesehen davon, dass ich halt einen Tag vergessen habe, hier Ressourcen abzuholen. Und ansonsten, mich hat keiner angegriffen, nix. Die baut jetzt noch bis morgen Abend. Morgen Nachmittag. Übermorgen Nachmittag. Ja, wie ihr seht, ich bin da noch ein bisschen verplant. Und dann werde ich die Akademie weiter ausbauen. Wenigstens laufen die Lager nicht überall, zumindest Stein, nicht Holz. Vielleicht mal gucken, wie wir da am Glücksrad drehen müssen. Jo, dann können wir hier noch gleich die Flimmerkiste gucken. Aber vorher nehme ich noch die neue Quest an. Und da haben wir noch ein paar Handschuhe drin. So, jetzt sehen wir natürlich die 2,5-Minuten-Quest, weil ich glaube, wir sind jetzt bei 10 von 11, genau. Und klicken darauf und gehen weg. So, hier gibt es einen Gildenkampf, den wir verlieren. So, Post, ja, ist okay. Ich kicke hier keinen. Mache ja auch noch schnell wieder die Stadtwache rein. Also auf dem Server habe ich die in letzter Zeit wirklich überhaupt gar nichts gemacht, weil das hatte ich einfach keine Zeit für gehabt. Aber hier können wir auf jeden Fall noch unseren Freidreh machen. Und mal gucken, wie es hier in der Gilde aussieht, wenn man mal eine Woche offline ist. Mann, sind ja alle noch so super aktiv. Mann, 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 ich gar nicht mit gerechnet. So, ging hier das Video? Nein, natürlich nicht. Ah, das ist wieder so ein schönes Video, wo man jetzt nicht in einem anderen Tab umherspringen darf. Dann erzählen wir noch kurz hier, ja, Festung. 12 ist fertig. Nee. Ich glaube, Arbeiterquartier, 12 hatte ich gebaut, die ist fertig geworden. Hatte dann gleich danach den Steinbruch jetzt angeschmissen. Jetzt können wir Holz sammeln ein bisschen in der Zeit noch. Hab natürlich auch nicht immer eingesammelt gehabt, das konnte ich mir zeitlich überhaupt nicht leisten. Aber ich glaube, wenn die beiden jetzt hier durch sind, dann reicht's hoffentlich. Ich brauche 1,8 Millionen. Ah, ich weiß nicht, ob ich das in 4 Tagen zusammenkriege an Holz. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann warten wir danach. Wir müssen ja eh noch Steine und so sammeln. Ist ja auch hier nur so ein Nebenbei-Projekt. Mal gucken, wie es hier in der Gilde ausschaut. Oh, sind auch alle gut dabei. Ah, genau. Apropos Gilde. Ja, das kann ich jetzt nicht zeigen. Ja, hier wieder das Problem. Video ist schon durch und hier unten der Timer noch nicht. Aber jetzt haben wir es. Aber das Gute ist, die Dinger geben 5 Lucky Coins, habe ich mal so gemerkt. Gleich müsste der eigentlich hier hochspringen auf 9. Mal gucken, dann ist die Quest erst fertig. So, ja, da nehmen wir natürlich die. Jetzt gucken wir mal. Genau, da haben wir jetzt 29. Also es gab 5 Lucky Coins für die Dinger, obwohl da immer nicht angezeigt wird, was es da so gibt. Irgendwas wollte ich euch nachher zeigen. Genau, Gilde, genau. Weil hier absolut mal der Wahnsinn.
Ritterhalle 20 und das ist jetzt schon seit ein paar Tagen so. Ich dachte mir, hallo. Also war ja jetzt schon 19 eine Weile, aber das heißt, die muss jetzt hier die Festung schon auf 20 haben und so viele Ressourcen rumzuliegen, dass man einfach mal die Ritterhalle bauen kann. Und ich habe hier noch meine mickrige Ritterhalle 15. Ey, da schäme ich mich ja fast, aber ich habe einfach keine Ressourcen übrig, weil ich will ja jetzt, eigentlich ist ja meine Hoffnung hier nach den 12 Tagen die Ressourcen beisammen zu haben, also hier 30 Millionen Steine und 90 Millionen Holz, was eigentlich möglich sein sollte. Mit dem Stein könnte es ein bisschen knapp werden, aber wir haben ja hier, nee, habe ich in der Gildenübersicht, jetzt nächstes Wochenende gibt es wieder Pilz-Event, da gibt es dann ja auch wieder ein bisschen was an Ressourcen. Das ist ja immer die Hälfte von dem, was man hier maximale Lagerkapazität hat. Ist nicht ganz so viel beim Stein bei mir, aber ein bisschen was. Und sollte vielleicht dann nochmal so an beiden Tagen bestimmt 500.000 Steine drin sein, denke ich mal, die man da extra kriegt. Und insgesamt brauchen wir halt 30 Millionen. Von daher, naja, mal gucken, wie viel das bringt. Ansonsten muss ich dann irgendwann mal den Steinbruch ausbauen. Aber vorher habe ich hier noch zweimal die Akademie. Und die anderen sind jetzt schon am Überlegen, ob sie ihre Edelsteine auf 20 ziehen. Weil, naja, man will ja das eine Erdpad dann kriegen. Aber das bringt mir noch lange, lange hin. Ja, das war's jetzt aber wirklich für heute. Und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Morgen bin ich hoffentlich ein bisschen gesünder, ein bisschen fitter. Und dann gibt es wieder die volle Dröhnung, auch mal mit Blick auf die News. Halt, genau, News. Da hatte ich doch noch was. Zu morgen meine üblichen Tipps fürs Wochenende. Heute zwar ein bisschen verspätet. So, genau. 20% mehr Pilze gibt es morgen und übermorgen. Also, wenn ihr eure Pilze wieder aufladen möchtet, ist das die Chance, wo ihr Paysafe-Karten und weiß ich was alles nehmen könnt und was holen. Wie immer, mein Rat: kauft möglichst viele, dann gibt es möglichst viel fürs Geld. Es sei denn, ihr könnt es euch nicht leisten. Aber wenn ihr, was weiß ich, jeden Monat, was weiß ich, 25 € investiert, dann spart lieber 3 Monate und natürlich am 4. Monat denn noch mehr. Dann gibt es viel, viel mehr und besser. Ansonsten ist noch Gold-Event. Ja, ich kann das Gold-Event jetzt nicht komplett gut starten, weil es ist schon 21 Uhr, bis ich meine Alu durch habe. Und ich werde, glaube ich, auch nicht um 0 Uhr mich einloggen. Ansonsten hoffe ich, alle von euch haben so gegen 14 Uhr die Stadtwache gestartet, dass sie kurz nach 0 Uhr denn das ganze Gold abholen können. Und dann entweder Alu spielen oder gleich bis morgens die Stadtwache reinhauen. Ich werde, glaube ich, die Stadtwache gleich so anmachen, dass sie dann morgen früh fertig wird und ich ganz in Ruhe ausschlafen kann. In dem Sinne, nehmt das Gold mit. Ich werde, glaube ich, trotzdem auf XP spielen, weil es einfach, also vielleicht, wenn irgendeine Quest ist, die richtig viel Gold gibt oder man sich halt nicht entscheiden kann. Aber ansonsten hatte ich halt immer vor dem Update die Regel gehabt, so 100.000 XP sind genauso viel wert wie 1 Million Gold und da komme ich zurzeit halt überhaupt nicht ran. Selbst beim Gold-Event kann ich euch morgen gerne ein paar Quests zeigen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass man da irgendwie rankommt, dass es sich rechnet. Und man levelt einfach so schnell. Also jede Woche schafft man hier ein Level, manchmal zwei, je nachdem, ob noch ein Dungeon oder wie es im Habitat läuft. Ich bin froh, ich habe noch mein Level abgemacht. Das heißt, es gibt noch mal ein bisschen mehr Gold morgen. Wenn ihr noch nicht den Turm fertig habt, jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt, da vielleicht mal ein paar Tries zu machen, weil da gibt es dann auch nochmal 1% extra für jede Etage, die ihr gesäubert habt. Ansonsten jetzt aber wirklich Tschüss, bis morgen.